Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video. In diesem Video werde ich den DAX, den S&P und den Nasdaq analysieren, wo ich hier in den nächsten Wochen interessante Trading-Chancen sehe. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich zeige jeden einzelnen Trade 1:1 transparent. Am Ende des Videos werde ich dann auch wie immer meine Wochenergebnisse zeigen, jeden einzelnen Trade, den ich gehandelt habe. So, dann nehme ich euch jetzt mit am Bildschirm rüber. Wir sehen uns. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt den DAX. Wie wir sehen, der DAX ist hier in der Endeffekt einer Seitwärtsphase. Er bewegt sich hier seit September 2017 oder so. Hier oben eher in der Seitwärtsphase. Zwischendurch hatten wir diesen Corona-Crash. Dann wieder nach oben. Genau, das so zur groben Analyse. Was wir sehen, hier oben haben wir Widerstände bei der 13.530 und bei der 13.800, dieses Allzeithoch. Dort haben wir einen starken Deckel drauf und der Markt läuft hier jetzt langsam dagegen. Was ich jetzt nicht machen möchte, ist hier kaufen. Und zwar warum? Wie immer als Trader-Sicht, nicht als Investor-Sicht, weil der Markt hat jetzt hier sehr, sehr viele Widerstände vor sich. Hier direkt in 300 Punkten kommt hier die abfallende Steigungslinie. Dann, wenn wir hochgehen, haben wir hier die Widerstände dazwischen. Man könnte ja auch noch mehr Widerstände, man könnte auch diese Hochs hier noch verbinden. Hier dieses Hoch. Also hier sind sehr, sehr viele Widerstände voraus. Da musste ich mich durchdrücken und da dagegen handeln. Finde ich jetzt nicht so attraktiv, so, also hier zu kaufen. Sondern ich würde eher hier sagen, dass ich hier Verkaufskurse suche. So entweder von hier oder von hier zu verkaufen, wie zu kaufen. Kaufen kann ich den Markt gerne, wenn der Markt hier ist, tatsächlich jetzt hier hochgeht und dann sich hier längere Zeit aufhält zum Beispiel. Dann kann ich hier raus den Ausbruch kaufen und hier oben einsteigen, Stopp da runter, den Ausbruch kaufen. Dann, wenn er längere Zeit sich aufhält, hier Energie sammelt, um hier auch wirklich rauszubrechen. Weil die Gefahr ist halt, wenn er jetzt hier einfach schnell hier hoch geht und dann was ich von hier einfach rausbricht, dass er dann, dass ihm die Kraft ausgeht und das ganze Ding hier in sich zusammenfällt. Und deswegen, entweder hält sie hier lang auf, dann direkt kaufen, aber das ist eben jetzt hier ja nicht aktuell. Also wenn er jetzt schnell hoch geht, dann würde ich hier verkaufen oder dort verkaufen. Würde ich den Markt jetzt gerne, wenn der jetzt hier fällt, so zum Beispiel, und dann hier unten kaufen oder hier unten kaufen. Das ist ganz interessant. Also um die Marken hier ein bisschen einzuzeichnen, hier verkaufen oder hält sich lang auf, dann hier kaufen. Und wenn er hier jetzt fällt, dann hier anfangen zu kaufen oder hier anfangen zu kaufen. Das sind so die Marken. Das wird jetzt nicht so schnell passieren, das ist klar, aber wenn der Markt dann dort ist, dann kann ich nochmal drauf schauen, wie sieht der Markt jetzt in dem Moment aus? Ist es dann noch aktuell, hier oben als zu verkaufen oder hier unten zu kaufen? Genau, aber aktuell sind das die Marken und jetzt heißt es einfach zu warten, wenn der Kurs an einen dieser Marken drankommt, ob wir dann eben noch dort an diesen genannten Marken so handeln wollen oder eben nicht. Genau, mehr gibt es zum DAX gar nicht zu sagen. Jetzt hier der S&P 500. Wie wir sehen, sind wir hier auf ganz klar im Aufwärtstrend und wir kommen jetzt aber langsam hier an Widerstände ran, steigenden Linien. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Markt hier weiter Gas gibt, sogar uns beschleunigt. Dann würde ich, das wäre die erste Zone für mich hier oben, würde ich zum Beispiel verkaufen. Dort würde ich Shorts suchen, also Verkaufsmöglichkeiten suchen. Genau, falls der Markt jetzt wie auch vorher dann hier jetzt sich wieder lange dort so auffällt, dann könnte ich auch sagen, okay, ich suche zum Beispiel dann irgendwo hier Kaufkurse, das sind aber wieder ein paar Monate. Genau, und aktuell entweder schnell hoch, dann direkt hier oben verkaufen. Kaufkurse wären für mich interessant, wenn der Markt jetzt hier direkt fällt, dann hier unten oder von hier, also das bedeutet, hier zum Beispiel zu kaufen oder hier zu kaufen oder hier zu kaufen und dann hier oben was mitzunehmen.
Also mitnehmen heißt dann halt, je nachdem, wie lange man den Trade laufen lassen möchte, je nach Strategie ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen, je nachdem, wie tief er auch fällt. Weil klar, umso tiefer er fällt, umso schöner könnte dann der nächste Schwung sein und umso länger auch. Genau, aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt geht es erstmal um die Marken. Und wenn der Markt dann dorthin kommt, dann entscheide ich nochmal neu, gehe ich dort rein, ist es noch aktuell oder nicht. Aber aktuell kann ich da diese Marken hier sehen. Und wenn der Markt dorthin kommt, dann schaue ich nochmal auf den Markt. Im Nasdaq im Endeffekt eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Bild. Hier ist der Markt halt einfach noch ein bisschen exponentieller, noch ein bisschen schneller. Deswegen gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir jetzt hochknallen könnten. Dann wäre die erste Marke wieder hier oben, Verkaufskurse suchen. Oder der Markt hält sich wieder auf, wie vorhin auch, es ist im Endeffekt immer dasselbe. Dann könnte ich mir sagen, okay, wenn er hier jetzt nochmal 2 Monate rumeiert, könnte ich sagen, okay, ich versuche hier den Ausbruch zu nehmen. Hat er sich ausgeruht, die EMAs sind dann auch weiter hochgestiegen. Na, also der ganze Trend ist nicht mehr so extrem dynamisch, sondern er passt sich an den Mittelwert an. Dann kann ich hier oben auch kaufen. Genau. Was ich eigentlich nicht glaube, dass das passiert. Ich glaube eher, der knallt hier hoch und dann wäre hier oben für mich eine Zone zum Verkaufen. Warum hier oben? Weil halt dieser Markt exponentiell ist und ich eher davon ausgehe, dass wir hier schnell nochmal hochknallen. Und deswegen lieber ein bisschen weiter weg wie zu früh, weil der Markt dann vielleicht sich doch noch weiter austobt. Und das ist auch so jetzt, dass, wie vorhin auch schon gesagt, wenn der Markt dann dorthin kommt, heißt es noch nicht, dass ich dann dort verkaufe, sondern ich schaue mir den Markt dann in dem Moment wieder an, ob ich da überhaupt rein will oder nicht. Ja, das kann auch sein, dass ich dann auch noch weiter oben erst Short suche, weil der Markt mir zu krass dynamisch ist, wie auch immer. Das muss man dann sehen. Genau. Und falls der Markt jetzt hier runterfällt, dann hier hinkommt, hier oder hier, wie auch immer. Dann wäre die erste Zone, wo ich interessant finde zum Kaufen, wäre hier oder auch hier. Da haben wir dieses Hoch und dann nach unten, klar. Aber das ist natürlich jetzt auch noch weiter weg. Also die nächsten interessanten Zonen wären hier oder hier. So die zwei Bereiche dort unten. Dort zu kaufen. Also ab 10.000 bis oder 10.200 bis 9.700 dieser Bereich könnte interessant werden für einen Kauftrade. Genau, jetzt muss man aber erst wieder, wie vorhin auch eben warten, ob der Markt diese besagten Zonen erreicht. Also hier unten die zwei oder hier oben. Und wenn der dorthin kommt, dann werde ich euch nochmal mitnehmen und ein neues Video dazu machen. Jetzt zeige ich wie jede Woche noch meine Ergebnisse. Diese Woche gab es keinen Trade, wie ihr hier seht. Dieser Trade im Fundieren war letzte Woche. Ich hatte hier ein US-Cut. Short Limit und ein Euro Yen Buy Limit, aber ist beides nicht abgeholt worden und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal unten rechts und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr keine weiteren Videos von mir verpassen und wir sehen uns im nächsten Video.